Hallo, liebe Orakelfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen sommerlichen Wochenorakel. Ich wünsche euch natürlich richtig gute Karten und heute trage ich wieder voller Stolz und Liebe eines der tollen Schmuckstücke aus der Schmuckkollektion meiner Tochter Isabel Giese, hier den Glücksbringer Geldsegen. Sie hat sich die Elefanten ausgesucht, denn Elefanten stehen dafür, dass sie unser Unterbewusstsein stärken und dass sie unser Energiefeld kräftigen und mit einer ganz besonderen Energie versorgen. Hier mit der Energie des Geldsegens. Übrigens, hast du gewusst, dass wenn du einen Elefanten verschenkst, dass dieser nicht nur dem Beschenkten Glück bringt, sondern auch dem Schenkenden? Die Kette ist größenverstellbar, das heißt, du kannst sie lang oder so wie ich jetzt hier kurz tragen. Jetzt kommen wir zum Wochenorakel. So, als allererstes suchst du dir eine dieser wunderschönen Lichtkristallpyramiden der neuen Zeit aus. Lass einmal die Farbe auf dich wirken, vielleicht auch die heilige geometrische Form auf dich wirken. Und ich sage dir gleich, warum du sie dir ausgewählt hast. So, ich denke, du hast deine Wahl getroffen. Ich werde euch jetzt etwas zu den Pyramiden und ihre Schwingungsfelder erzählen. Aber ich möchte euch darauf hinweisen, wenn du eine Pyramide gewählt hast, aber dich eine andere Beratungsthematik interessiert, also ein anderes Thema, ist beides für dich wichtig. Ja? Dann darfst du bitte auf jeden Fall beides für dich auswählen. So, kommen wir zur violetten Pyramide. Das ist der Schöpferkristall und der Schöpferkristall hat einen Torus innewohnen. Der Torus ist eins der wichtigsten Schwingungs- und Energiefelder, denn so wie der Torus ist unser Körper aufgebaut, alles was sich in der Natur findet aufgebaut, alles hat dieses Torus-Schwingungsfeld, das ganze Universum ist in dieser toroidalen Form aufgebaut und umgibt, umhüllt uns und nährt uns. Und dieser Torus, dieser Schöpferkristall, steht für die Auflösung von Realitätsverlust. Er steht für die Auflösung von Selbstbetrug und vom Schattendasein. Er steht für spirituelles Wachstum, Wunscherfüllung, inneren Frieden und Erleuchtungserfahrung. Also hier könnt ihr davon ausgehen, dass überall da, wo ihr euch geirrt habt in eurem Leben, dass ihr mehr Klarheit bekommt. Wenn ihr das Gefühl habt, euch immer zu stark zurücknehmen zu müssen, andere Meinungen immer mehr in den Vordergrund stellt als eure eigenen, euch schlecht durchsetzen könnt, auch da hilft er, so aus diesem Schattendasein auszutreten. Er schenkt euch ein unglaubliches Selbstbewusstsein über diese wundervolle spirituelle Erfahrung, die er euch ermöglicht. Und der Schöpferkristall ist dafür bekannt, dass er Wunscherfüllung hervorbringt. Also einfach darüber, dass ihr ihn in euren Räumen aufstellt, hilft er euch, diese Energien in eurem Leben zu verwirklichen. Ich habe ihm die Beratungsspur der Liebe und der Partnerschaft zugeordnet für Singles oder aber alle, die schon in Partnerschaft sind. Kommen wir nun zur kraftvollen, magentafarbenen Lichtkristallpyramide der neuen Zeit. Das ist der Kundalini-Kristall und ihr seht diese wunderschöne Kundalini-Spirale in dieser tollen Pyramide innewohnen und sie hat ein ganz besonderes Schwingungsfeld, denn sie hilft uns, Getrenntheitsbewusstsein aufzulösen. Also so wie wir hier auf diesem Erdenplaneten wohnen, immer das Gefühl haben, von allem getrennt zu sein. Es gibt das Ich und es gibt das Du. Und für alle, die schon weiter sind auf dem spirituellen Weg, die wissen natürlich, wir sind alle miteinander verbunden und diese Trennung gibt es eigentlich gar nicht. Aber es ist so schwer für unseren menschlichen Geist, das zu verstehen. Und hier hilft uns dieser wunderschöne Kundalini-Kristall, dieses Getrenntheitsbewusstsein eben aufzulösen. Er hilft uns durch spirituelle Krisen hindurch. Er aktiviert unsere eigene Kundalini-Kraft und er sorgt dafür, dass wir ins Einheitsbewusstsein hinübergleiten
und in eine spirituelle Ekstase hineinfinden. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn wir wirklich spüren, wie wir mit allem verbunden sind, wie wir ja von Gott und von seiner göttlichen Liebe umhüllt sind und wie uns alles gelingt, was wir uns wünschen und wir total geliebt sind. Und das sorgt zu einer richtigen Ekstase-Energie. Und wenn ihr diesen in euren Räumen aufstellt, werdet ihr diese wunderschönen Erfahrungen machen. So, kommen wir nun zur hellblauen, zur schönen aquamarinblauen Pyramide. Und das ist der Shiva-Kristall. Und in ihr wohnt der Dodekaeder. Und er hilft uns bei der Auflösung von Sprachlosigkeiten. Er hilft uns bei Unsicherheiten und Verständigungsproblemen. Er schenkt uns Mut und Ehrlichkeit, Selbstbestimmtheit und Seelenanbindung. Also hier wirklich auch eine ganz spirituelle Kraft, die uns zu uns selber führt und selbstbewusst unseren Weg gehen lässt, ihn vor allen Dingen auch erkennen lässt und dass wir uns von unserem Weg nicht mehr abbringen lassen und vor allen Dingen auch diese göttliche Unterstützung von unserer Seele selbst bekommen. Und wenn wir unserer Seele folgen, dann merken wir, dann gibt es auch gar nicht so viele Hindernisse auf unserem Weg. Ich habe ihm die Beratungsspur des Business, des Erfolgs und der Finanzen zugeordnet. Sollte ich gerade vergessen haben, was ich der Kundalini-Pyramide zugeordnet habe, das ist die persönliche Entwicklung, Spiritualität und Psyche. So, also aber noch einmal der Hinweis, einmal das Thema Liebe, Spiritualität oder Finanzen. Such dir ein Thema aus, aber hör dir auch die Beratungsspur der Pyramide an, die du für dich gewählt hast. Ich werde euch natürlich die Pyramiden im Text verlinken. Falls du dir eine nach Hause holen möchtest, kann ich dir nur gratulieren zu dieser Entscheidung. Genauso verlinke ich euch das Rider-Waite-Tarot, die Möglichkeit, meine Schicksalskarten auf meiner Homepage zu ziehen. Ich verlinke euch die Seelenbotschaften von der Heike Bender und das Erzengel Michael-Tarot von der Doreen Virtue. Ja, damit ihr bestens versorgt seid. Und ich habe gerade gesehen, dass meine schönen Merkaba-Kristallsternchen ausverkauft sind. Somit werde ich sie euch nicht verlinken. Aber ich verlinke euch die wunderschöne Kette, den Glücksbringer Geldsegen von meiner Tochter Isabel Giese, natürlich auch unbedingt im Text. So, dann kommen wir jetzt zur Beratungsspur Liebe und Partnerschaft. Ja, hier wird gesagt, dass ihr euch irgendwie ein bisschen kraftlos fühlt diese Woche, dass ihr das Gefühl habt, alte Probleme kehren irgendwie immer wieder zurück. Ja, für alle Singles unter euch, irgendwie noch nicht so richtig den Richtigen gefunden und irgendwie ermüdet euch das Ganze und ihr verliert so ein bisschen die Hoffnung. Ich sag euch was, auch wenn alte Probleme immer wieder zurückkehren, Erzengel Michael hier, die Mäßigkeit, sagt euch, hey, hab Geduld, eins nach dem anderen, das findet sich schon alles. Für alle die in Partnerschaften sind, ja, vielleicht doktert ihr mit eurem Partner auch schon wieder an einem Thema rum, was ihr schon kennt und irgendwie immer wieder die gleiche Leier und das macht euch müde und schlapp und irgendwie habt ihr da keinen Bock mehr drauf, ja. Ja, achtet das mal und legt euch ein bisschen zur Ruhe und findet eine Lösung mit Geduld und mit dem rechten Maß. Also natürlich auch nicht mit der Brechstange eine Lösung finden, sondern eben wirklich maßvoll miteinander reden. Und sagen, hey, was stört mich? Warum macht mich das so müde? Was ist das eigentliche Problem eigentlich? Weil wir drehen uns hier immer wieder im Kreis, die Probleme kehren immer wieder zurück und ich kann irgendwie nicht mehr, weil es scheint keine Lösung zu geben. Die Lösung und das Problem muss also woanders liegen. Ja? Ihr liebt euch doch. Also findet mit dem rechten Maß eine Lösung für das bestehende Problem. Und vor allen Dingen, egal worum es bei euch geht, habt Geduld. Ja? Der Erzengel Michael steht für die Mäßigkeit und er sagt euch ganz klar, mit dem rechten Maß kommen die Gefühle auch wieder richtig schön ins Fließen. So, kommen wir nun zur Schicksalskarte. Ihr habt es aber diese Woche auch für euch gezogen. Da haben wir die Teufelin, ja. Die sieht zwar ein bisschen, ja, sieht recht scharf aus, würde ich sagen, aber die hat es auch ganz schön in sich. Denn sie zeigt euch auf, wo sind eure Ohnmachtsprozesse, ja. Also wenn du ein Single bist, dann wünschst du dir wahrscheinlich viel zu sehr einen Partner und leidest psychisch sehr stark, weil keiner so wirklich in dein Leben findet
Oder aber wenn du in einer Partnerschaft bist, dann, ja, so wie ich es gerade schon angezeigt habe, die Probleme, die da immer wieder zurückkehren, haben was so mit so einer Ohnmachtserfahrung zu tun. Aber wisse bitte, Ohnmacht kann nicht existieren ohne Macht. Gibst du vielleicht zu viel Macht ab in deinem Leben? Ja? Nimmst du dir zu wenig die Chance, dich selbst zu ermächtigen? Oder übst du zu viel Druck aus? Schaut einfach mal hinter eure Macht- und Ohnmachtserfahrungen. Ihr wisst, es gibt keine schlechten Karten, sondern das Tarot ist immer nur der Spiegel unserer Seele und hilft uns, Themen zu erkennen und an ihnen zu wachsen. Ja? Also vielleicht hier die Aufforderung, euch einfach auch mal wieder zu ermächtigen. Macht ist nichts Schlimmes. Macht kommt von Machen. Vielleicht einfach mal selber machen und sich mal überlegen, was ist mir persönlich eigentlich wichtig in unserer Beziehung und das auch mal durchsetzen. Und den anderen nicht dabei überrennen, sondern gute Gespräche führen diesbezüglich. Und wenn ihr Single seid, dann macht etwas aus eurem Leben. Sorgt dafür, dass ihr schöne Lebenserfahrungen habt. Ja? Sorgt dafür, dass es euch gut geht. Klammert nicht so sehr an dem Gedanken einer Partnerschaft fest. Denn das wird ein bisschen dauern, aber es wird werden und es wird schön werden. So, kommen wir zur Seelenbotschaft. Eine leise Ahnung. Ja, wie das Ganze im Zusammenhang zu sehen ist, weiß wahrscheinlich nur derjenige, der die Beratungsspur gewählt hat. Denn irgendwie hast du in dir eine leise Ahnung, wie du vielleicht eine Lösung hervorbringen kannst, was du wirklich willst. Und es wird vor allen Dingen von der Seelenbotschaft auch empfohlen, achte mal auf deine leisen Ahnungen. Unsere leisen Ahnungen sind Gefühle. Unsere leisen Ahnungen wollen uns etwas sagen. Unsere leisen Ahnungen sind so ganz wichtige Wegweiser unserer Seele. Also ist in dieser Woche, ne, wir hatten hier zu Anfang, ich darf nochmal darauf hinweisen, auch diese kleine Erschöpfungskarte, ja, gezogen. Das heißt, einfach mal ein bisschen mehr ausruhen als sonst. Ja, und dann hier vielleicht die Ohnmachtsprozesse einfach auch mal sich bewusst machen, ja, und dann nehmt euch mal ein bisschen Zeit und geht in euch und hört mal auf eure innere leise Ahnung, dann wird euch bestimmt schon ganz vieles klar werden. So, und jetzt haben wir noch eine Botschaft von Erzengel Michael und da wird gesagt, du und deine Lieben, ihr seid in Sicherheit und dazu gibt es ein Gebet. Und das möchte ich euch einfach mal vorlesen, denn dieses Gebet hilft euch in diesen Partnerschaftsthemen. Lieber Gott und Erzengel Michael, danke, dass ihr mich und meine Lieben beschützt. Vielleicht nennst du sogar die bestimmte Person. Bitte helft mir, mich sicher und in Frieden zu fühlen und erfüllt mich mit Vertrauen, damit ich mich auf meine Prioritäten fokussieren und ein gesundes, glückliches Leben führen kann. Siehst du, auch hier geht es um deine Prioritäten. Also raus aus Ohnmachtsprozessen, rein in eine gute Lebensführung, die dir und deiner Seele eben auch gut tut. Ja, gerade all diejenigen, die zu zweit sind und das Gefühl haben, da kommt einer von beiden ein bisschen zu kurz. Ihr seid beide ein wichtiger Teil dieser Verbindung und jeder muss sich zu 50% einbringen. Oder jeder muss sich zu 100% einbringen, dann hat man eine 200% perfekte Partnerschaft. Das ist doch großartig, oder? So. Spiritualität, persönliche Entwicklung und Psyche. Hier kommt etwas in eine wunderschöne Wandlung. Etwas Altes wird in die Heilung gehen. Generationen gleichen sich an. Vielleicht bekommst du vermehrt Kontakt zu deiner eigenen Mutter oder Themen, die mit deiner Mutter zu tun haben, geraten hier in die Heilung und in die positive Energie. Ganz viel Lebensfreude, innerer Reichtum wird wieder wach und du erinnerst dich wieder an die guten Dinge, die das Leben und deine Eltern, also besonders auch deine Mutter, dir mitgegeben haben und du selber entwickelst wirklich ganz wunderbare Energien und ganz viel schönes Selbstbewusstsein, innere Lebensfreude, Kraft und Stärke. Wenn du eine Frau bist, dann wirst du so eine richtige tolle Ausstrahlung bekommen und wirst so richtig zu einer Traumfrau dich entpuppen und andere Menschen werden auch sehr positiv auf dich reagieren. Eine sehr schöne, gefestigte, gestärkte, stabilisierte,
Psyche tritt hervor und vor allen Dingen für alle diejenigen, die es aus der Spiritualität herausgewählt haben, diese Beratungsspur. Eure Spiritualität wird richtig kraftvoll ins Rollen kommen und ihr werdet eure Spiritualität richtig nach vorne bringen können, eure Berufung folgen und auch die Finanzen werden sich immer viel weiter verbessern. Ich erinnere mich, in der letzten Woche hatten wir auch die 9 der Münzen dabei, also da gerät richtig toll was ins Wachstum, also unbedingt dranbleiben, was auch immer ihr da gerade Tolles entwickelt, in euch oder in eurem Leben. Ja, und die Schicksalskarte der Liebenden, ja, hier geht es wirklich um Liebe, um Herzensentscheidungen, um ein gutes Gefühl für euch selbst, aber auch, ja, ihr entscheidet euch, ne? Das Thema Entscheidung ist ein ganz wichtiges Thema, aber ihr entscheidet euch eben aus vollem Herzen, entweder für einen Menschen oder für ein Projekt oder für eure Weiterentwicklung oder was auch immer. Vielleicht schreibt ihr es mir mal unten unter das Video, was das bei euch genau speziell bedeutet. Wichtig ist immer, nicht die Logik walten lassen, sondern die Herzensenergie. Die Seelenbotschaft von der Heike Bender. Sie sagt, sei umarmt und sei gehalten. Du wirst dich so richtig beschützt fühlen und wirst einfach das Gefühl haben, nicht alleine zu sein auf dieser Welt. Und fühlst dich so richtig von deiner Seele getragen, umarmt und gehalten. Das lässt auf ganz viel Selbstliebe schließen. Also freu dich auf diese Woche, da wirst du bestimmt ganz, ganz viel Positives auch innerlich in deinem reichen Seelenleben erfahren. Und wir haben eine Botschaft von Erzengel Michael. Und zwar heißt es, Gebete werden in dieser Situation helfen. Da schauen wir uns mal das Gebet an. Und in deiner wundervollen Situation, in deiner wundervollen Woche, in der du jetzt bist, noch ein schönes Gebet für obendrauf. Lieber Gott und Erzengel Michael, ich bitte euch um eure göttliche Intention. Ich fange nochmal neu an. Entschuldigung, das ist so ein bisschen kompliziert. Lieber Gott und Erzengel Michael, ich bitte euch um eure göttliche Intervention. Ich heiße eure Hilfe willkommen und ich vertraue eurer Führung und folge ihr in Demut und Dankbarkeit. Ich brauche ein Wunder und bitte euch, mir in dieser Situation schnell eines zu schicken. Danke und Amen. Ja, welches Wunder auch immer ihr in eurem Leben braucht oder haben möchtet, das hört sich jetzt so ein bisschen nach Not an. Der Rest der Karten zeigt dir auf, so viel Not ist da vielleicht gar nicht. Oder aber ihr möchtet eine bestimmte Sache noch loswerden oder aber erreichen und könnte ein Wunder gebrauchen. Jetzt kennt ihr das Gebet für diese Woche, welches ihr sprechen solltet, um Erzengel Michael zu rufen und auch die göttliche Energie zu bitten, euch zu helfen. So, kommen wir nun zu den Finanzen des Business und des Erfolgs. Da habt ihr die Selbstständigkeit gezogen, da geht es also richtig voran, entweder in eurer beruflichen Situation oder aber in eurer Selbstständigkeit. Wichtig ist, dass ihr mal so langsam einen Fachmann zu Rate zieht, denn irgendwie sind so ein paar Dinge nicht ganz geklärt. Hier geht es also um Klärung der Angelegenheiten, um Rat holen von jemandem, der vielleicht schon weiter ist als ihr, jemand, der schon Ahnung hat von dem Thema, denn ihr scheint unglaublich viel zu bewegen. Ja, der Wagen ist mit seiner großen Aufbruchstimmung natürlich schon richtig kraftvoll im Gange, aber manchmal müssen die Dinge so ein bisschen geordnet und strukturiert werden. Vielleicht eigentlich einfach auch mal Zeit nehmen für eure Bücher, für die Finanzstrukturierung, dass man einfach auch ein bisschen mehr Verständnis bekommt für das Ganze, was sonst noch so wichtig ist. Wichtig ist, dass es um Klärung der Situation geht. Achtet darauf, dass ihr euch nicht vor Klärung drückt. Achtet aber auch darauf, dass nicht jeder Rat einfach so zu übernehmen ist, sondern prüft auch Ratschläge, denn hier so die Drückebergerei-Karte kann darauf aufmerksam machen, dass man sonst vielleicht was übersieht und im Nachgang sich darüber ärgert. Also, aber wichtigster Impuls, Fachleute zu Rate ziehen bei den Themen, die bei euch wichtig sind. Kann ein Anwalt sein, kann Notar sein, kann einfach jemand sein, der schon weiter ist als ihr und euch mit Tipps und Rat zur Seite steht. Kann Steuerberater sein, Versicherungsberater und, ja. Kommen wir zur Schicksalskarte. Der Mond, ja, hier geht es jetzt darum, eure Sehnsüchte zu verwirklichen, denn ihr seid nicht nur richtig am Gas geben, sondern ihr habt auch ganz viel Träume und Sehnsüchte in euch und diese werden jetzt schicksalhaften Wind bekommen hier. Das heißt, ihr werdet spüren, irgendwie gehören eure Träume und Sehnsüchte in euer Leben und irgendwie fangen die Dinge an, sich doch in die Verwirklichung zu bringen. Achtet eure Träume, achtet eure Sehnsüchte. Sie sind ein ganz wichtiger spiritueller Impuls aus eurer Seele. Kommen wir nun
zur Seelenbotschaft von Heike Bender. Warten auf Gott. Und das heißt, ne, so wie ihr euch mit eurer Seele verbindet, so verbindet euch bitte auch bei all ja, der Bürokratie, die ihr vielleicht gerade so ein bisschen vor euch habt, und der Ordnung und der Struktur, auch immer mit eurem göttlichen Informationsfeld, mit der göttlichen Energie selbst. Auch wenn es gerade so ein bisschen anstrengend ist, gerade wenn man sich so fachlichen Rat einholt, ist der Verstand so sehr stark gefordert, dann achtet bitte auch darauf, dass ihr göttlich getragen seid und dass auch diese Situation natürlich zu eurem allerhöchsten Wohle passiert, damit im Nachgang kein Schaden ist. Also hier auch ruhig in die Dankbarkeit und in die göttliche Energieverbindung wieder hineingehen. So. Und der Erzengel Michael spricht von Unschuld. Und da gucken wir mal rein, welches Gebet er für euch für diese Woche vorschlägt. Ups. Lieber Gott und Engel, danke, dass ihr mir helft zu sehen, dass euer Licht und eure Eigenschaften reinster Liebe in meinem Inneren und im Inneren aller Menschen reflektiert sind. Helft mir, meine gottgegebene Unschuld anzunehmen, damit ich Frieden finden kann. Ja, also ganz unschuldig euren Weg weitergehen, euch um eure Dinge kümmern, Gott wirklich darum zu bitten, euch zu helfen, eure Dinge zu klären, aber dann auch wieder voller kindlicher Neugierde und Unschuld und Freude, eure Dinge zu verfolgen. Gerade auch im erfolgreichen Weg, ihr wisst, was so richtig Spaß macht, hat die größte Chance auf Erfolg, und alles, was wir so verbissen angehen, kostet uns nur Kraft und Nerven und lässt uns so ein bisschen die Handbremse anziehen. So, ihr Süßen, dann wünsche ich euch eine traumhaft schöne Woche mit ganz viel Erfolg, mit Liebe, mit Versöhnung, mit persönlich tollem Wachstum. Ich danke euch fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Schreibt mir ruhig rein, wie fühlt ihr euch mit dem Orakel? Fühlt ihr euch wiedererkannt? Vergesst nicht, holt euch eure Pyramide nach Hause. Lasst euch von dieser wunderschönen Schwingungsenergie begleiten. Ich verlinke sie euch im Text, genauso wie die Karten und genauso wie diesen wunderschönen Glücksbringer Geldsegen von meiner Tochter. Bis zur nächsten Woche, eure Linda Giese.